Heute passen wir noch was von der Serie The Loud House, und zwar das Häuschen von Clyde McBride. Vielleicht kennst du ihn, den besten Freund von Lincoln. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir uns jetzt gleich ein paar Blöcke in die Hand und fangen gleich an. Heute holen wir uns mal einfach ein bisschen weißen Beton raus, denn glatten Quarzblock, davon nochmal die Treppe. Dann holen wir uns ein bisschen blaue Keramik raus, ein bisschen Grundstein oder Bedrock. Dann noch ein bisschen ein paar Steinstufen, davon nochmal die Treppen und nochmal eine glatte Quarzstufe. Genau, und dann holen wir uns noch ein bisschen Glas raus. Heute empfehle ich wie immer ein bisschen türkises Glas. Dann wollen wir erstmal den Grundriss ziehen von unserem Häuschen. Das heißt, wir schnappen mal unseren weißen Beton und ziehen uns erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Blöcken erstmal hin. So, den letzten Block können wir einmal nach vorne machen. Jetzt können wir schon einmal unseren Quarz nehmen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal eine Quarzblockreihe lang ziehen. Und dann können wir hier auf der anderen Seite erstmal wieder hier, zack, zwei weiße Betonblöcke hier einfach mal ranhauen. Dann haben wir schon ein bisschen unsere Garage gekennzeichnet. So, jetzt können wir da einmal nach hinten gehen. Das heißt, da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann 9 Blöcke. So, den vordersten hier ziehe ich mal nicht mit. So, 9 Blöcke an der Breite. Das heißt, denn jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal rüberziehen. Und dann hier natürlich noch einmal verbinden. So. Sobald wir denn unseren Grundriss soweit haben, können wir das Ganze auch in die Höhe ziehen. Und zwar machen wir das Ganze auf 5 Blöcke hoch. So, und setzen das Ganze einmal hoch. Sobald wir das Ganze hochgezogen haben, wollen wir uns mal an unsere Garage erstmal noch ranmachen. Hier können wir natürlich einmal so viermal unsere Quarzblöcke einmal platzieren. Und dann schlagen wir da schon mal ein bisschen was weg. Und zwar würde ich mal sagen, dass wir einfach mal hier uns so einen Dreier reinhauen, der, sage ich mal, mit so einem anderen Dreier hier so ein bisschen verknüpft ist. Dabei machen wir jetzt hier zwischen einfach mal zwei Treppen hin. Und das war es erstmal an sich. Danach können wir eigentlich nur noch auf der Rückseite hier einfach nochmal eine komplette Quarzblockreihe uns einmal setzen, sodass, sage ich mal, unsere Löcher verstopft sind. Ich ziehe mir einfach nochmal das gleiche Maß, wie die Garage ist, einfach nach vorne hin. Bei der Garage könnten wir eigentlich hier vorne nochmal die, wie jetzt hier vorne haben, diese zwei Erweiterungen, einmal um einen Block kürzen, dass wir das hier nur auf eine Viererhöhe ist. So, denn jetzt wollen wir anfangen, uns, sage ich mal, hier so ein bisschen die Seiten schon mal hochzuziehen für unser Dach. Das heißt, wir fangen an, dass wir an der Seite erstmal eine Blockreihe so lassen. Dann machen wir uns hier ein... Ups, natürlich sollten wir da den weißen Beton nehmen. Eine weitere Reihe rauf. Lassen dann zwei Blöcke Platz und setzen uns einfach hier oben noch so eine Pyramide hin. Und das ist an sich, was wir an der Seite uns platzieren. Das wollen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Hier müssen wir aber ein bisschen aufpassen, weil wir es ja, sag ich mal, fast hier um einen erweitert haben. Wenn nicht, dass wir hier durcheinander kommen. Also erstmal eine Blockreihe rauf. Dann an den Seiten zwei Blöcke Platz lassen. Und oben so eine kleine Pyramidenspitze. So, wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt beginnen, auf der Vorderseite uns das auch noch fertig zu zeichnen. Hier müssen wir, sage ich mal, so ein bisschen, sage ich mal, jetzt das finden, wo wir später die Tür machen wollen. Das heißt, wir richten uns jetzt am besten hier von diesen überstehenden Zipfel ab. Von den Zipfeln, die gehen wir einmal zur Seite weg und zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Siebten Block können wir gerne mal eine Markierung machen. Können hier nochmal kurz gucken, haben wir auch wirklich hier 7 Blöcke? Jawohl. Und dann können wir hier drüber einfach mal in die Richtung hier so drei weiße Betonblöcke setzen. Das Ganze machen wir auf eine Zweier Höhe und oben ein Zipfel rauf. So, wie gesagt, ab dem siebten Block machen wir das Ganze. Wenn wir das soweit haben, können wir jetzt beginnen, unser Dach uns auch raufzusetzen. Dabei schnappen wir mal unsere blaue Keramik. Wir fangen erstmal mit den Seiten an, damit die erstmal schön fertig sind. So, das heißt, erstmal hier können wir ganz normal einfach mal unsere Keramik hier einmal raufsetzen. Können das Ganze dann natürlich einmal bis zur anderen Seite ziehen. Sobald wir unser Dach einmal drauf haben, wollen wir es natürlich auch einmal überstehen lassen. Wir lassen einfach erstmal alles komplett einmal überstehen. Das sollte eigentlich das Minimum sein, was man macht. Und danach ist das Dach so ein bisschen weiter nach oben überstehend als unten. Das heißt einfach, den ersten hier machen wir nicht ein zweites Mal, aber danach jeden Block hier lassen wir noch einmal extra überstehen, damit wir, sage ich mal, so ein bisschen die Form dieses Daches hinkriegen. Ja, sieht gut aus. Das können wir natürlich auch nochmal bei der anderen Seite machen, nicht vergessen. Hier lassen wir es dann auch so einmal überstehen, hier überall ein zweites Mal, außer halt komplett an den Seiten hier. Wir können aber bei der Garage hier vorne das Dach noch ein bisschen erweitern, das sieht ja so noch ein bisschen doof aus. Da setzen wir einfach hier vorne, zack, eine weitere Blockreihe an und die ziehen wir nicht weiter als, sag ich mal, so ein bisschen einen Block über die Garage hier zur Seite. Ne? Wenn wir das dann soweit haben, wollen wir jetzt bei unserer Haustür vorne natürlich auch noch, sag ich mal, das Dach ein bisschen verändern. Da hatten wir uns ja was vorgebaut. Hier kannst du einfach mal, würde ich mal sagen, hier zack, 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 das an den Seiten mal freihauen. Und zwar lassen wir einfach hier zwischen 1, 2, 3 Blöcke Platz. Dann setzen wir uns hier erstmal so zwei Blöcke hin. Dann machen wir hier nochmal so einen hin. Dann schlagen wir den mal weg und machen uns hier zack, 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 mal so einen Zweier hin. Und jetzt, glaube ich, siehst du, wie das hier wirkt. Dann machen wir hier natürlich wie so eine Pyramide oben das.
können wir das Ganze auch immer zwei Blöcke überstehen lassen. Ne? Das ist wichtig, weil sonst wirkt das Ganze nicht so schön. Also immer zwei Blöcke überstehen lassen. Und so gehen wir dann eigentlich auch wieder runter, dass wir hier, sag ich mal, dann so ein Zweier uns machen. Hier unten, das können wir mal weghauen. So. Und dann machen wir hier nur noch zwei Einer und fertig. Und schon haben wir, sag ich mal, dieses Dach für unseren Eingang. Dann wollen wir erstmal unseren Grundstein verbauen. Da fangen wir auf der Vorderseite hier an. Wir, sag ich mal, richten uns wieder hier von dieser Säule. Gehen mal zur Seite weg und schlagen 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg. Das Ganze machen wir einfach mal zweimal. Und setzen hier einfach vorne unser Grundstein hin. Hier ist so ein bisschen das Mauerwerk mit diesen Steinen noch verziert. Und der Grundstein hat einfach die perfekte Farbe dafür. Den wollen wir nochmal oben auf unser Dach verwenden für unseren Schornstein. Da richten wir uns einfach mal hier vorne von diesem Dachteil mal aus. Gehen hier mal zur Ecke und lassen einfach 1, 2, 3 Blöcke Platz. Schlagen wir uns hier drei so hin. Die können wir hier einfach komplett draufsetzen. Machen wir natürlich hier so, dass das Ganze auch einmal höher ist als unser Dach. Und sobald wir das haben, lassen wir den Schornstein erstmal so noch in Ruhe. Den erweitern wir noch später. Dann wollen wir jetzt anfangen, langsam mal unsere Türen und Fenster mal reinzuhauen. Wir beginnen am besten immer seitlich von unserem Gebäude. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal unsere Steinstufen und Steintreppen zur Hand und fangen hier auf der Seite an. Wir lassen unten, würde ich mal sagen, zwei Blöcke Platz. Dann schlagen wir uns hier so eine 5er mal 2er Höhe Fläche einfach mal frei. Und die Fenster können wir eigentlich immer so machen, dass wir an den Seiten unsere Treppen machen und Stufen halt dazwischen einfach noch so platzieren. So, dann haben wir schon mal das eine Fenster an der Seite hier fertig. Gehen mal auf der Vorderseite, lassen auch wieder zwei Blöcke hier Platz und schlagen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke weg und können hier eigentlich genau das gleiche Fenster reinführen, wie wir es gerade eben haben. So, ohne natürlich unser Mauerwerk hier wie immer zu beschädigen. Zack, zack, zack. Treppen und Stufen rein und fertig ist auch das Fenster. So, jetzt geht's weiter zur Haustür. Wir haben ja hier unseren schönen Vorbau. Wir können uns gleich, würde ich mal sagen, wir haben ja hier diesen Zweier. Gleich mal so nach unten richten und dann schlagen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke einfach mal weg. Zack, wer möchte, kann schon da unten einfach mal 4 Steinstufen sich einmal platzieren. Und dann kannst du auch gleich noch eine glatte Quarzstufe oben einmal platzieren. Gleich daneben platzieren wir auch nochmal so ein kleines Fenster, lassen einfach eine Blockreihe Platz natürlich zur Tür und setzen jetzt einfach nur Stufen oben wie unten hin, weil das wirkt ein bisschen besser, als wenn wir das mit Treppen machen. So, wenn wir das soweit haben, geht es jetzt wieder weiter auf die nächste Seite hier. Hier wollen wir auch wieder ein Fenster machen. Jetzt nicht irritieren lassen, weil wir das hier vorne um einen Block erweitert haben. Wir lassen jetzt einfach wieder hier auf der Seite eigentlich zwei Blöcke Platz, schlagen uns hier so ein 5er Fenster einfach mal rein und hier vorne haben wir dann drei Blöcke Platz. Ne? Wie gesagt, wir haben es ja um einen Block hier vorne erweitert. Von daher bitte nicht irritieren und dann einfach hier auch wieder unser Fenster rein. Sobald wir das dann natürlich hier auf der Seite haben, bleibt natürlich noch die Rückseite. Die wollen wir natürlich nicht so zugebaut lassen. Das heißt, hier wieder an der Seite lassen wir zwei Blöcke Platz und schlagen uns jetzt hier wieder, würde ich mal sagen, einfach mal ein 7er Fenster mal rein. So, können wir einfach mal freihauen. Dann lassen wir wieder zwei Blöcke Platz, machen hier wieder vier Blöcke weg. Wer möchte, kann dann unten schon gleich mal die Stufen machen, weil das wird wieder eine Haustür werden von uns. So kommt man dann in den Garten, sag ich mal. Dann lassen wir wieder zwei Blöcke Platz, schlagen 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg. Kommt wieder so ein Fenster rein. Dann lassen wir drei Blöcke Platz und schlagen hier nochmal so ein 7er Fenster rein. Braucht ihr nicht unbedingt 10, achtet einfach drauf, dass ihr hier noch zwei Blöcke habt. Weil dann ist es genau 7 Blöcke lang, das Fenster. Und dann können wir die natürlich noch zubauen. Sobald wir die Fenster dann zugebaut haben, bleibt nur eins übrig. Wir nehmen unsere Glasblöcke und setzen die überall hinten einmal rein. Zack, 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 zack. Das machen wir mal. Sobald du deine Fenster natürlich mit dem Glas bestückt hast, kannst du auch gerne noch ein bisschen blauen Beton dahinter machen. Denn ich finde, das ist wieder so ein schönes Sammelhäuschen. Das werde ich jetzt nicht einrichten. Kann man sich schon einfach platzieren zum Sammeln. Und von daher einfach mal ein bisschen die Fenster verkleiden. Sieht immer besser aus, als wenn man die dann einfach hohe lässt und man da reingucken kann. Ja, dann wollen wir natürlich noch weiterbauen. Das heißt, wir holen uns noch ein bisschen orangen Beton, ein paar Steinknöpfe, dann polierte Schwarzsteinstufen, dann ein paar Ketten, dann holen wir uns noch ein paar Seelaternen raus. Ich finde so die neuen, die passen eigentlich relativ gut dazu. Dann noch ein paar Eisenfalltüren, glatte Steinstufen und noch ein bisschen, oder einfach gesagt, das Lagerfeuer. Mit dem einfachsten beginnen wir. Das heißt, einfach mal bei unseren Türchen hier schlagen wir natürlich dahinter einfach mal unsere orangen Betonblöcke rein, Türknopf ran und fertig. Machen wir natürlich auf beiden Seiten, ne? Nicht vergessen, hinten haben wir ja auch noch eine Tür. So, sobald wir das fertig haben, wollen wir jetzt mal unsere polierten Schwarzsteinstufen verwenden. Und zwar sollen das einfach nur Stabilisierungen sein für unser Dach. An den Seiten platzieren wir insgesamt drei davon. Wie immer machen wir das natürlich beidseitig auf beiden Seiten, ne? Zack, 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 Stufen hin. Und dann fliegen wir nochmal auf die Vorderseite und da wollen wir das Dach auch nochmal ein bisschen verstärken. Auch hier einfach mal an den Seiten, zack, zack. Jeweils hier immer, würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier auf der Vorderseite einfach mal vier Stufen davon hin. Und hier oben in der Mitte können wir eigentlich gleich mal unsere Ketten einmal hier platzieren und nochmal eine Laterne vorne ran. Denn vorne hängt so ein Licht.
Dann wollen wir gleich noch unsere Eisenfalltüren verwenden. Die platzieren wir einmal hier über unsere Garage. Zack, 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 zack. Und sobald wir das haben, nehmen wir unsere glatten Steinstufen, fliegen auf die Seite hier und suchen uns mal die Mitte und platzieren hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Stufen und wollen uns hier so eine kleine Mauer uns einfach mal zimmern, die so ein bisschen zur Seite runtergeht. Wenn du das natürlich schick findest, kannst du natürlich auch gleich für deinen ganzen Garten nehmen, wenn du möchtest. Ansonsten können wir die nochmal hier oben verwenden bei unseren Schornstein. Einfach hier noch zwei Knubbel rauf und fertig ist das Ganze. Du kannst den Schornstein auch gerne so basteln, dass er funktioniert. Wir nehmen einfach ein Lagerfeuer. Müssen hier mal ein bisschen was freihauen bei unserem Schornstein. Da setzen wir einfach mal hier rein. Nochmal Bedrock oben drauf und dann qualmt das da durch. Und ich finde, das wirkt immer schöner, wenn man, sag ich mal, sich ein paar Schornsteine in seiner Nachbarschaft immer so macht, dass die auch funktionieren. Zu guter Letzt kannst du natürlich noch ein bisschen Deko machen. Das heißt, du nimmst dir ein bisschen Blattwerk und setzt überall noch so ein paar Büsche einfach mal ran. Musst du natürlich nicht machen, aber ich finde, das wirkt immer ein bisschen besser, als wenn wir das alles so glatt lassen an der Hausfassade. Und da gehst du einfach überall so ein bisschen hin, setzt dir so ein paar Büsche, verteilst die einfach überall so ein bisschen, wie du halt möchtest. Und dann reicht das eigentlich auch. Ich hoffe, wir sind mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht das Häuschen von Clyde McBride in unserer Nachbarschaft. Jetzt kann er einziehen, freut sich bestimmt schon. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dein Haus rein und tschüss.